zu erzählen. Per se ist das eine gute Stelle für nächstes Mal, weil das halt hier gerade Boss war und so. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin gerade so hyped. Wir machen mal noch ein bisschen weiter. Jetzt habe ich wieder die Ich will immer R1 drücken. Und ich weiß nicht mal genau warum. Aber ist egal. Das war gut. Ich wollte gerade fragen, ob wir hier irgendwas Besonderes machen können, aber ja, wir können zerquetscht werden. Cool. Ja, gut. Habe ich gesagt, wir sind gleich tot? Der Prinz floh, aufgeschreckt von der unerwarteten Aufmerksamkeit und aus Furcht. Ich bin gleich tot. Ich brauche irgendwas. Komm. Bitte. Komm schon. Diese Menschen, seine Untertanen. Wow, war's knapp. Obwohl sie hätten sterben sollen. Sein ganzes Streben hatte sich auf den Visier und seine Vernichtung gerichtet. Vielleicht würde dem Prinzen nun gewahr, dass er einst für etwas anderes kämpfte, als für die verlorene Ehre. Doch noch ist es zu früh, dies zu sagen. Ja, dass das zu hoch ist, habe ich mir eigentlich schon gedacht. Muss ich hier wieder irgendwas mit der Kette machen? Nein. Ja, dann geht's ja doch da weiter. Hab ich was übersehen? Ja, nee, hier ist aber nix. Ich hätte jetzt schwören können, ich muss da drüben die Kette einsetzen oder so. Warte mal, ganz oben was? Naja, dafür, sonst wäre die Leiter nicht da, oder? Und man kann sie ja wohl trotzdem... Oder können wir die Tür mit der Kette vielleicht aufreißen oder so? Nein. Dann müssen wir das andere Teil... Das ist schon richtig, glaube ich. Ah... Ich hab's vergessen, gedrückt halten war's. Und dann? Daraus werde ich auch nicht schlauer. Auf die andere Seite komme ich doch sowieso. Ah, und jetzt abspringen kann das sein? Ah! Oh, ich bin tot. Ich habe vergessen, dass ich hier irgendwann sterbe. Einen Moment. So. Ich habe ganz vergessen, dass ich hier keine Zeit habe und sterbe irgendwann. Gut. Alles klar. Ich habe damit also quasi die Tür aufgemacht. Das würde einiges erklären. Man müsste halt mal die Augen aufmachen, wa? Aber Augen aufmachen ist doch schon ziemlich überbewertet. Ich hab's geahnt, dass es genau in dem Moment passieren wird. Ach, nö. So hätte das gleich laufen müssen. Der Prinz floh, aufgeschreckt von der unerwarteten Aufmerksamkeit und aus Furcht, man könne ihn als Sandmonster bezeichnen. Aber etwas rührte sich. Die befreiten Bürger glaubten, er sei gekommen, um sie zu retten. Diese Menschen, seine Untertanen, lebten
obwohl sie hätten sterben sollen. Sein ganzes Streben hatte sich auf den Visier und seine Vernichtung gerichtet. Vielleicht wurde dem Prinzen nun gewahr, dass er einst für etwas anderes kämpfte, als für die verlorene Ehre. Doch noch war es zu früh, dies zu sagen. Nee, da geht's nicht lang. Erstmal alles genau angucken. Runter geht's aber offensichtlich auch nicht. Oh, ach Mann, sorry, ich bin... Ne? Ich raff das mit ihm als Sandmonster noch nicht so ganz. Dass ich da komplett andere Moves drauf habe. So. Und dass ich vor allem die Taste gedrückt halten muss, also bis zum Ende gedrückt halten muss, weil ansonsten der Move nicht funktionieren kann. Ist ja auch was ganz anderes. Es spielt sich ja... Es hat ja absolut nichts mit Prince of Persia 1 und 2 zu tun. Jetzt so wie wir ihn hier als Sandmonster spielen. Aber das Sandmonster ist mal auf jeden Fall schon mal sympathischer als das aus dem zweiten Teil. So viel steht fest. Oh oh. Ah, Wasser. Das heißt, sein Speicherplatz ist quasi auch nicht weit entfernt. Na. Fahrer! Sie lebt. Wer hätte das gedacht? Kennt ihr meinen Namen? Ja, ich... Ich grinne auf deine Antwort. Ich hörte Geschichten. Wundersame Märchen über eine bezaubernde und tapfere indische Prinzessin. Sie kam nach Babylon, um einen bösen Wesir zu strafen, der ihr großes Leid zugefügt hatte. Oh, jetzt will sie uns sogar töten. Wie in aller Welt konntet ihr so lange überleben? Viel Glück, Fremder. Wer hätte das gedacht? Aus der kleinen, süßen Fahrer aus Teil 1 wird irgend so eine Badass-Motherfuckerin? Ich verstehe. Ich hab's kommen sehen. Das war allerdings auch nicht sonderlich schwer. Wer hätte es wohl sonst sein können, wa? Peinigender Taifun und bitte. Immer gerne. So, Speicherpunkt nicht weit. Sagte ich bereits. Wir kommen, denke ich mal, sehr gut vorwärts. Also ich habe im Gegensatz zu Prince of Persia 2 das Gefühl, ich mache echt Fortschritt. Und zwar tatsächlich die ganze Zeit und nicht nur häppchenweise. Dreht der andere sich auch noch? Oder ist der schon von mir weggedreht? Nein, jetzt dreht er sich. Hä? Okay. Wollte gerade sagen, eigentlich habe ich Stealth gedrückt, aber... So geht's natürlich auch. Ich hatte mich gerade gewundert, warum Stealth nicht ging, aber wahrscheinlich war er zu weit weg. Das war ja irgendwie klar. Gut. Gehen wir da rüber? Ich nehme mal an, ja. Können hier wohl auch besten Stealth machen. Kopf ab! Sie nannte mich Fremder. Sie erinnert sich nicht an unsere Vergangenheit. Weil es nie geschehen ist. Ich wollte gerade sagen, es ist nie geschehen. Kein Sand der Zeit, kein Ersatz. Du bekommst den Visier, aber verlierst das Mädchen. Ohne sie geht es uns besser, oder hast du es bereits vergessen? Vielleicht helfen ein paar Pfeile deinem Gedächtnis auf die Sprünge. Wir müssen sie einholen. Eigentlich rückblickend betrachtet ist es schon witzig. Prince of Persia Teil 1 ist quasi nie passiert. Eigentlich ist es total verrückt, wenn man sich das mal so anguckt.
Wir haben Teil 1 gespielt und es ist einfach nie passiert. Dieser, als hätte es diesen Teil nie gegeben. Ich find's lustig. Kommt der Junge bis zu mir oder? Oh, da sind zwei. Einer von den beiden kommt auf jeden Fall zu mir. Stealth muss möglich sein. Ich gehe mal. Oh, ist da Double Stealth möglich? Ja, komm schon. Oh. Kann es sein, dass der andere sich gerade in die Wand gebackt hat? Weil der war ja nicht. Der hat sich in die Wand gebackt. Wie geil ist das denn? Der Typ hat sich gerade in die Wand gebackt und ist deswegen gestorben. Aber ich glaube, die Wachen unten wurden aufmerksam schon, ne? Ja, ja. Die Wachen wurden leider schon aufmerksam. Ach, ist auch nicht schlecht. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Eiskalt in die Wand gebackt und gestorben. Was war das? So. Kann ich jetzt leider nicht so verhindern, wie ich es gerne gehabt hätte. Das heißt, ich muss kämpfen und zwar richtig eklig. Wartet quasi ein richtig ekliger Kampf, aber ich würde sofort gerne auf den Wachmann gehen. Das dürfte nur leider nicht so einfach sein, wa? Okay, das haben wir schön unterbrochen. Komm, lass dich auf ihn gehen, lass dich auf ihn gehen, lass dich auf ihn gehen, er ist doch down. Ich sehe nichts. Oh, er ist tot, er ist tot, er ist tot, er ist tot. Okay, aber es ist egal. Solange er die Wachen einmal gerufen hat, ist es eh vorbei. Dann weiß ich Bescheid. Ah, da war ja mein Lieblingsmove. Yay, er ist zurück. Aber ich glaube, wir werden hier gleich ein Riesenproblem haben, wa? Vielleicht schaffe ich es noch, ohne dass ich sterbe. Zumindest mit den Rewinds. Und einer vernünftigen Kameraperspektive. So, erstmal ihn wegschubsen, damit ich mich um ihn kümmern kann. Okay, der Sprung war nicht so clever. Der macht's nicht besser. Halt keine zweite Waffe gerade. Sehr schön. Ein Rewind hätte ich noch. Wenn es hart auf hart kommt und ich schaff's. Stark. Die Auge des Sturms Macht erlangt. Ist das jetzt endlich mal so ein richtiger Skill? Ja, na endlich. Ich habe mich nämlich schon gewundert, wo das bleibt. Sowas wie Zeit verlangsamen oder irgendwie Klingen, Wirbel, Pipapo. Yay, alles klar. Das erklärt allerdings nicht, wo wir als nächstes lang müssen.